Hallihallöchen und herzlich willkommen hier zurück bei Digimon World. Verdammt, er hat jetzt wirklich Digimon World gesagt. Er hat sich so lange drauf konzentriert. Ja, ich meine natürlich Digimon Stories. Gleich verkackt, gleich die Aufnahme verkackt. Ja, es ist Freitag, wir machen das hier Ganze wieder live. Wir haben schon die ersten 20 Minuten damit verbracht, die Namen hier alle einfach allen hier Namen zu geben, die jetzt schon da waren und so. Das ist natürlich, ist natürlich jetzt alles ein bisschen viel gewesen. Wir haben wirklich 20 Minuten verdüdelt. Das heißt, ja, wir müssen heute länger machen. Hat er nicht gesagt. Ja, mal sehen. Ja, ich brauche unbedingt mehr Speicherplatz. Dafür müssen wir jetzt ja die Story weitermachen. Okay, gut. Ja, ich würde sagen, wir fangen auch jetzt ohne langes Gequaddel an. Und Sasuke, ich weiß nicht, ich habe schon irgendwie gesagt, was machen wir denn hier? Ach ja, wir haben gelevelt. Stimmt, da war was. Wo müssen wir eigentlich hin? Jetzt mal ernsthaft. Wo müssen wir denn hin? Warte, auslocken. Ich muss erstmal raus aus dieser Welt. Was machen wir denn? Wo bin ich denn jetzt? Hallo Kevin. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es dieses Bakusmon im Spiel gibt. Muss irgendjemand mal googeln. Ich habe es auf jeden Fall aufgeschrieben. Und hallo, Final Playground. Ich habe es auf jeden Fall aufgeschrieben, dass du das werden willst, Kevin. Aber ich weiß nicht, ob es das gibt. So, ich darf mich jetzt nicht wieder ablenken lassen. So, wir legen los. Ich glaube, wir sollten nämlich einen neuen Auftrag annehmen. War da nicht irgendwas? Nein, nicht Eden, das ist falsch. Wir haben was fertig gemacht? Ah ja, stimmt, Spielhalle. Jetzt, wo du das sagst. Neuen Fall hinzugefügt. So, wir machen aber den wichtigen Fall. So, der verschwindende Aufzug. Na klar. Fehler. Wir haben noch so viele... Oh Gott, ich habe noch so viele Aufgaben. Oh. Wobei, es sind irgendwie nicht sehr viele Aufgaben, oder? Doch, hier, da. Wir haben noch sehr viele Aufgaben. Wir haben noch sehr viele... wir haben noch sehr viel zu tun, aber das hier ist erstmal die wichtige Aufgabe. Dieser Aufzug in Nakano verschwindet einfach und Mädchen mit ihnen. Finde meine Schwester. Wird dieses Team helfen? Ich war schon in diesem Aufzug, aber der war normal. Alter. Kennt irgendjemand den Film, dessen Namen ich vergessen habe? Kennt ihr den? Ah, ihr kennt den Film, dessen Namen ich vergessen habe, bestimmt. Oh, jetzt wird's warm hier drin. Oh. Der Klient wartet im K-Café. Mal sehen, worum es geht. Und danke leider, dass du das dann wieder alles aufschreibst. Tagchen. Oh, ich habe dich erwartet. Entschuldige, dass ich dich extra herkommen lasse. Willkommen. Hast du ihn wegen Rikas Problem um Hilfe gebeten? Ja, ich bin mir sicher, dass er dafür der Richtige ist. Die junge Dame ist Riku. Riku, meinst du? Die Klientin. Es geht um meine Schwester. Sie wird vermisst. Aha. Ich erkläre ihm alles. Na dann mal los. Hast du das Gerücht über Leute gehört, die im Aufzug verschwinden? Genau, Devil. Der Teufel im Aufzug oder so. Genau, Kevin. Ich wusste, dass ihr es wusst, dass ihr wisst, wie der heißt. Goldramon ist noch frei. Also Goldramon ist glaube ich, noch komplett... Ja, ist noch frei. Kriegen wir also hin. Das ist mehr so ein Mythos. Angeblich verschwinden Leute auf geheimnisvolle Weise aus Aufzügen und landen in einer anderen Dimension. Ich weiß nichts Genaueres, aber das jagt mir Angst ein. Pass auf, wenn ihr im Aufzug fahrt. Ich gehe immer Treppe. Meistens falle ich runter, weil es geht schneller. Hochfallen ist ein bisschen anstrengender, aber es geht schon. Du machst dir Sorgen um mich? Wie nett. Wenn du unbedingt verschwinden musst, dann bezahl mich bitte erst für diesen Monat.
Ah, es geht also doch nicht um mich. Die verstehe ich nicht. Was? Wörter und Buchstaben auslass? Gar nicht wahr. Wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen. Entschuldige. Diese Legende geht schon ewig in Nakano um. Jedes Schulkind hört davon. Aber vielleicht ist es mehr als nur eine Legende. Rikos Schwester ist wohl aus diesem Gebäude verschwunden. Und zwar, nachdem sie in einen Aufzug gestiegen ist. Ja, die ist bestimmt nach oben gefahren. Habt ihr mal oben nachgeguckt? Ich meine, sie ist im Aufzug gewesen, der fährt nach oben, sie steigt aus, der Aufzug kommt wieder runter, sie ist nicht da, ist verschwunden. Habt ihr mal... Ja, komm, das... Ne? Dazu sage ich wirklich nur... Ich weiß schon, was du denkst. Das ist etwas für die Polizei und nicht für einen Hacker, stimmt's? Wir haben es gemeldet, aber Rikos Schwester ist 16. Hm, genau das richtige Alter. Was? Entschuldigung. Die Polizistin meinte, sie wäre vermutlich ausgebüxt und bei einer Freundin. Es interessiert sie nicht. Schlimm, oder? Mich auch nicht, Anni. Sie irren sich. Sie ist in Aufzug gestiegen und verschwunden. Sie muss noch irgendwo in diesem Gebäude sein. Ja, höher. Ich habe ihnen alles erzählt, aber sie haben mir nicht geglaubt. Sogar meine Eltern sagen, dass sie schon wiederkommen wird, ohne jede Sorge. Hallo, Scarfon. Hallo, Valkyra. Sie vertrauen ihr wohl. Ich glaube, mir ist eine Fliege in den Hals geflogen. Moment. Oh, das gibt Proteine. Oh, das ist schon das zweite Mal in der Aufnahme, wo ich fast gestorben bin. Geil, läuft heute. Sie vertrauen ihr wohl blind. Wenn ich nicht zur vorgegebenen Zeit wieder da bin, habe ich sofort Hausarrest. Ich habe schon jetzt den Namen. Sandy ist arbeiten. Deine Eltern vertrauen dir wohl nicht. Ich wünsche, sie würden aufhören, mich wie ein Kind zu behandeln. Erzähl weiter, Rico. Ich habe versucht, sie zu finden, aber ohne Erfolg. Ich war traurig, aber dann hat er gesagt, er hilft mir. Ich konnte ja nicht einfach zuschauen und nichts tun. Ich habe es auch bei der Polizei versucht. Sie haben sie als Ausreißerin notiert, werden sie aber nicht suchen. Ja, ist wirklich hier live Fliegenessen, ne? Hat aber auch was. Aua. Alter, was ist denn heute los? Ich habe auch recht. Ich hab heute Pech. Ich habe heute eindeutig Pech. Rico erzählte ihm, wie sie verschwunden ist. Nun, wir sind zusammen hergekommen. Wir haben im Erdgeschoss an den Automaten gespielt. Dann meinte sie, gehen wir in die Spielhalle im vierten Stock. Also rein in den Aufzug. Der Aufzug. Ist sie da verschwunden? Hast du es selbst gesehen? Also, Lass ihr Zeit zum Ausreden. Und er wird der Sache nachgehen. Du hast hier zu tun. Natürlich, ich war voreilig. Ktsch. Tut mir leid, Rico. Was ist dann passiert? Ja, red mal, quatsch mal schneller. Oh, jetzt kommt eine epische Filmsequenz, warte. Wir haben den Aufzug in den vierten Stock genommen, aber etwas hat nicht gestimmt. Dieses Café ist im vierten Stock. War dann daran irgendetwas ungewöhnlich? Alle Lichter waren aus. Es war stockdunkel. Gab es in letzter Zeit einen Stromausfall? Nicht, dass ich wüsste. Was ist als nächstes passiert? Ich habe heute definitiv meinen Selbstverstümmelungstag.
Und hallo Kabuto. Jetzt sehe ich den Namen auch. Ich habe die ganze Zeit gesucht. Alle haben es geschrieben, ich habe gesucht. Der Gang war völlig dunkel. Und vor allem war sonst auch niemand hier. Wir hatten Angst, aber wir haben uns umgesehen. Nur an einer Stelle war Licht. Du meinst im K-Café? K-Café? Ja, da drinnen haben wir Hundebellen gehört. Hundebellen? Hier drin? Das ist unmöglich. Doch, als wir uns der Tür genähert haben, kam ein großer schwarzer Hund raus. Sagt dir das was? Hältst du hier heimlich einen Hund? Natürlich nicht. Du bist doch jeden Tag hier. Du würdest davon wissen. Stimmt. Ja, oder das stimmt. Nein, wir hatten auch keinen Kunden mit einem Hund. Ich hatte Angst, aber meine Schwester hat ihn gestreichelt. Dann ist sie hier reingegangen. Ich wollte ihr folgen, aber dann ging die Tür zu. Ich habe mit aller Kraft gedrückt, aber sie ging nicht auf. Impmon ist noch frei, ja? Sasuke, Impmon ist noch frei. Ich habe sie gerufen, aber sie hat nicht geantwortet. Und ein Hund konnte ich auch nicht mehr hören. Ich hatte solche Angst, dass ich zurück zum Aufzug gerannt bin. Ich wollte in einen anderen Stock und einen Erwachsenen um Hilfe bitten. Gut mitgedacht. Gar nicht so wie mein Chef. Der hat sich verlaufen, als er kaum aus dem Gebäude getreten war und hat mich ganz aufgelöst angerufen. Satchan, keine Ahnung. Sascha, nennen wir sie Sascha. Lass uns jetzt nicht darüber reden. Als ich in den Aufzug gestiegen bin, ging die Tür von alleine zu und das Licht ging aus. Ich wusste nicht, was ich tun soll, aber dann ging das Licht wieder an und die Tür war auf. Und dann? Das Licht im Gang war an und es waren Leute dort und in den Läden. Viele Leute. Sie waren ein paar Sekunden vorher nicht da. Ich bin ins Café gelaufen. Ich dachte, meine Schwester würde zurückkommen. Ist sie aber nicht. Belzemon ist belegt. Sasuke, Belzemon ist belegt. Nur Impmon ist frei. Satchan und ich waren hier wie immer. Wir hatten weder ihre Schwester noch einen Hund gesehen. Glaubst du mir nicht? Wie die Polizei auch? Warum kann ich nicht auswählen? Nö. Ja, wir glauben ihr, komm. Wir sind mal wirklich so frei, wir glauben ihr. Danke, du bist aber nett. Mir fallen zwei Möglichkeiten ein. Ein geheimnisvolles Verschwinden durch okkulte Machenschaften oder ein Unfall durch einen defekten Aufzug. Sie waren aber nicht im Aufzug, du Pfeife. Wir sollten wohl mit der realistischen Option anfangen. Okkult. Ich habe Hoodie eingeschaltet, weil sich jemand das Steuerungssystem für den Aufzug ansehen muss. Genau, Impmon wird am Ende zu Belzemon, ja. Aber ich bin jetzt schon auf den Punkt angekommen, dass ich auch die Unterdigitation nehme. Ich habe jetzt schon den Punkt erreicht, dass ich auch die Unterdigitation nehme. Also wenn ihr ein Impmon sein wollt, dann würde auch ein Impmon gehen. Oder sonst irgendwelche Unterarten. Weil ich kann sowieso nicht alle Mega-Digimons mitnehmen. Ganz unter uns gesagt, wäre es nicht furchtbar, wenn es doch okkulte Machenschaften sind? Ich fahre jeden Tag mit dem Aufzug. Ich will nicht verflucht werden oder so. Ob ein Fluch wohl halb so schlimm ist, wenn zwei Leute gleichzeitig damit belegt werden? Bist du für eine Pfeife? Wir können nicht einfach ignorieren, was mit Rikos Schwester passiert ist. Ich hoffe nur, dass du dabei bist, falls ich doch verflucht werde. Ich muss dir langsam ins Ohr stellen, weil ich ganz nah dran bin. Du riechst nach Blümchen. Entschuldigung, bin abgekommen. Was tuschelt ihr denn da? Oh, nix. Sollen wir den Weg von Riko und ihrer Schwester nachvollziehen? Das könnte hilfreich sein. Was meinst du damit? Ganz einfach, wir stellen nach, was passiert ist. Auch Baby-Digimons, ja. Und hallo, Bächen.
Fang damit an, dass du ins Erdgeschoss runtergehst und dort in den Aufzug steigst. Wenn die Gerüchte wahr sind, ist Ricos Schwester nicht die einzige, die unten unter unerklärlichen Umständen verschwunden ist. Machen wir alles genauso wie damals und schauen, ob wir etwas Ungewöhnliches am Steuerungssystem des Aufzugs bemerken. Das halte ich für einen guten Anhaltspunkt. Und du? Ja, passt, danke, ciao. Gut, dann wollen wir mal. Wie, du gehst auch? Und was ist mit dem Café? Du übernimmst. Ich muss los, um die Rätsel von Nakano zu ergründen. Nee, Moment. Um Ricos Schwester zu retten, natürlich. Na gut, normalerweise würde ich doppelt Lohn... Entschuldigung, falsche Stimme. Ja, egal. Aber da es um Ricos Schwester geht, lasse ich es dieses Mal gut sein. Aber sag mir Bescheid, sobald du etwas findest. Mach ich. So, gehen wir. Ciao. Das schafft sich schon. So, da drinnen hat es aber geglitzert. Ich möchte noch zum Glitzerkram. Da hat irgendwas geglitzert. Ah. Wo ist denn das? Wo ist denn das Kükefühl? Da glitzert was. Meins. Eine Rabbitmon-Medaille. Rabbitmon ist noch frei. Ich habe keine Ahnung, wer Rabbitmon ist. Ich vermute mal engen Hasen-Digimon. Ich komme hier gar nicht leer. Ich komme hier nirgendwo lang. Ist das das Café? Wir sind im Detektivbüro. Achso, wir sind schon nach unten gejogelt. Er sagt das doch gleich. Seid ihr mit diesem Aufzug gefahren? Hallo, Thorsten. Und nein, nicht nebenbei spielen. Böse. Nachher kommt ihr weiter als ich und das ist nicht gut. Dann steigen wir mal ein. Du überwachst das Steuerungssystem. Klar, ja, ich überwache das Steuerungssystem. Ich guck auf die Zahlen, die aufblinken und überwache es. Was habt ihr als nächstes gemacht, Rico? Wir haben auf den Knopf für den vierten Stock gedrückt. Wer, du oder deine Schwester? Ich wollte, aber sie hat gedrückt. Wie meinst du? Wir müssen es genau nachstellen. Ja, hol doch die Schwester her. Ach nee, die ist ja verschwunden. Ich wollte drücken, bin aber nicht rangekommen und habe aus Versehen den zweiten und dritten Stock gedrückt. Dann hat meine Schwester die storniert. Man kann es stornieren? Man kann einen ausgewählten Stock auch wieder aufheben. Das funktioniert in jedem Aufzug auf eine andere Art und Weise. Draufhauen oder was? Es ist ja auch viel cooler, ausgewogenere Digimons zu haben, Kabuto. Und Miotismon, naja, weißt du, ne? Man kann den Knopfdruck wieder aufheben, indem man dreimal drückt. Eine Freundin meiner Schwester hat ihr das gezeigt. Hat das mal wer ausprobiert? Hat das mal echt irgendjemand ausprobiert? Kann man sowas stornieren? Ich habe das noch nie ausprobiert. Normalerweise fahre ich dann immer und stehe dann wie bedoppelt da. Die Tür geht auf, mich gucken die Leute an, ich gucke die Leute an. Tür geht wieder zu, ich fahre weiter. Ist wie ein Cheatcode in einem Spiel. Interessant, nicht wahr? Nö, ich cheate nicht. Nachdem ich also aus Versehen den zweiten und dritten Stock gedrückt hatte, hat meine Schwester die storniert und den vierten gedrückt. Weißt du noch, in welcher Reihenfolge sie die storniert hat? Zuerst den zweiten. Drück die 3, dann die 2, dann die 2 dreimal, dann die 3 dreimal und dann die 4. Oh Gott, bitte lass mich das nicht merken. Hau Laser! Echt, das kann man, habe ich noch nie ausprobiert. Ich weiß, dass man so einen Notarztruf machen kann, indem man alle Knöpfe gleich. Nee, oder. Indem man den Knopf lange gedrückt hält oder so, dass der halt komplett bis zu den Stock durchfährt für Notärzte und sowas. Das weiß ich noch, dass man sowas machen kann. Genau, das ist letztens mal passiert. Auch passiert. Hat wohl funktioniert. Der Aufzug bewegt sich. Ah, Dunkelheit. Er hat angehalten. Wie sieht das Steuerungssystem aus? Ich sehe Zahlen. Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Ein Fehler? Hier geht es eindeutig etwas seltsam vor sich. Wir haben wohl einen Volltreffer gelandet. Volltreffer? Nichts. Würde gerne wissen, wo wir sind. Seid vorsichtig. Ich will mich auch mal wieder bewegen. Das Licht ist an, aber es ist niemand da. Sieht auf den ersten Blick aus wie der vierte Stock, wo wir gerade waren. Aber etwas stimmt nicht. Letztes Mal war es stockdunkel, aber sonst war es genau so, als meine Schwester verschwunden ist.
Verstehe, du hast dich mit deiner Schwester im Stockwerk umgesehen. Da ist euch der Hund im K-Café begegnet. Ja, es war sonst niemand dort, so wie jetzt. Es war richtig gruselig. Ich hab einen Darkroom, Thorsten. Ich hab einen. Wir nehmen das kleine Mädchen mit, Mr. M, um es... Naja, weißt du, es passiert etwas. Das kleine Mädchen kann nicht so schnell rennen wie wir. Das kleine Mädchen wird als erstes getötet. Das Monster oder der Mörder hält sich mit dem kleinen Mädchen auf. Wir können entkommen. Deswegen ist das kleine Mädchen dabei. Zur Not treten wir gegen Schienbein, das geht auch. Keine Sorge, dieses Mal hast du ja uns dabei. Case, ich würde gerne wissen, was im K-Café los ist. Aber machen wir es wie Rico und ihre Schwester und sehen uns zuerst hier um. Ja, von mir aus. Gehen wir zur Spielhalle und wieder zurück. Komm schon, Rico. Ich muss immer Rico sagen. Ich will Rico. Das ist einfach nur Freifutter. Das Mädel ist einfach nur Freifutter. So, wo ist denn hier? Hallo? Hallo? Keiner da. Ja, reden wir erstmal mit allen. Es ist kein Mensch hier. Genau wie als ich mit meiner Schwester hier war. Wir konnten unsere eigenen Schritte hören. Warte, ganz wichtig. Warte. Alter, was bist denn langsam? So. Nee, es ist lustiger, naja, opfern und so. Das ist sehr seltsam. Normalerweise ist hier immer voll, aber jetzt ist keine Menschenseele hier. Die Lage scheint identisch mit der von Rico und ihrer Schwester. Case, gehen wir zum K-Café. Was? Verstörende Filme? Ich kenne keine Laser, der Hund kommt. Was ist denn das für ein schreckliches Geheul? Klingt, als käme es aus dem K-Café. Willst du einen verstörenden Film? Human Centipede. Ha, so wie Kevin schreibt. Verstörender Film. Oder Two Girls, One Cup. Nein, die Tür geht nicht auf. Was ist denn da los? Klopf doch mal an. Soll ich sie in Stücke hauen? Ich bin Puma. Bitte, zurück, Rico. Echt, ich soll die jetzt in Stücke hauen? Okay. Kamehameha! Das war der Laserstrahl. Tag. Ah. Was zum... Das ist aber nicht das K-Café. Ja, sag ich doch die ganze Zeit. Cyberspace? Wie können wir denn im Cyberspace sein, ohne uns eingeloggt zu haben? Sasuke, mein Beileid. Valkyra, was guckt ihr denn? Gehen wir weiter, wir müssen Ricos Schwester finden. Geh du voran, bleib wachsam. Ja, Digimons! Ja!